Muss ein Schatten gewesen sein oder so. Ich gehe erstmal da hinten lieber lang. Gucken, was uns da erwartet. Aber ich denke mal, das ist im Prinzip. Der gleiche Weg. Plöp. Gute Nacht. Da ist einer. Ist da noch wer? Ui, ja. Da war einer. Ey, wie nicht getroffen. Ja. Und du stirb. Na, nicht bewegen. Ja. Auch ganz arme Sau. Mein Gott. Schon Gangsters und so ganz arm. Ja. Sollten mal sich dann Gedanken machen. Oh, da geht gerade mein FPS in den Keller. Na gut, jetzt wieder geht's wieder. Da haben wir einen Cyberboost. Den nehmen wir mal mit. Und da haben wir schon wieder was zu lesen, um Gottes Willen. Die schlafende Welt. Schlafende Welt, so. Wacht auf, ein Bollwerk aus Lügen lauert im Herzen Amerikas. Es hat viele Namen. Dreamland, Groom Lake, Area 51, Magic. Seit Jahrzehnten wird diese geheime Militäreinrichtung konsequent verleugnet. Sie existiert nicht. Was dort unter der Wüstensand, dem Wüstensand passiert, wird vor den Augen der Welt verborgen. Wenn sie uns nicht sagen, müssen wir sie dazu zwingen. Sie erfinden jeden Tag neue, tödliche Militärtechnologien, biologische Waffen, exotische Energiesysteme, künstliche Intelligenzen, energetische Geräte und Objekte paranormaler und oder außerirdischer Herkunft. Dieser Ort wird von Killern und Mördern beschützt, von gekauften Lakaien und skrupellosen Politikern. Es ist umgeben von Lügen und Verrat. Aber niemand hält diese verrückten Forscher auf, die mit Mächten interagieren, die sie nicht verstehen. Mit jedem weiteren Tag, den diese schwarze Zone intakt bleibt, sind wir den Gefahren der unkontrollierten Experimente ausgesetzt, die dort durchgeführt werden. Was verbergen sie? Ja, das weiß ich auch nicht so ganz. Ich weiß gerade nur, dass ich einen Frosch im Hals hatte. Hui, Toilette. Ui. Hoch. Bin ich da? Der auch nicht. Ja. So. Gibt's hier noch was zu holen? Ui. Chill. Aber ein echt komisches Spiegel, ne? Hm. Kann man hier noch beim Pissen so ein bisschen betrachten? Ui. Also so viel Klos hätte ich auch gern zu Hause. Ja. Da müssen wir anscheinend noch nicht runter. Müssen schon. Will ich aber noch nicht. Ja, erstmal hier gucken, was hier noch so noch sonst noch gibt. Wir stellen hier Fragen und finden die Wahrheit heraus. Können wir nicht bewegen, können wir auch nicht bewegen. Wir werden anscheinend später Hulk. Ja, Hulk. Achso, da, nö, da liegt nichts, okay. PF? Okay.
Ui, ganz viele Spins. Da haben wir schon das erste. Da haben wir los Blätter. Wir machen ein. Aha, da haben wir auch noch was. Zu wenig Platz, war klar. Ich sollte aber gleich mal Platz für irgendwie Elektropfeile. Was brauchen wir eigentlich? Betäubungsgewehr. Elektropfeile brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Untersuchen. Hochspannungsexplosion für kurze Distanzen. Ja, kurze Distanzen. Ja, brauchen wir also nicht. Dann können wir lieber nämlich hier Schmerzmittel mitnehmen. Da waren sie. Bitte was? Ach, das. Das ist Revolvermunition. Ja, Revolver haben wir gar nicht. Nichts drin, okay. Hier noch mal schnell durch. Da ist auch nichts. Da haben wir was. Betäubungspfeile. Ja, das ist immer gut. Was haben wir da? Cradle Chip. Da haben wir Elektroschockpfeile. Braucht man nicht. Wie gesagt, weil wir Präzisionsgewehr haben, Standardgewehr. Ja, brauchen wir. Was haben wir da? Schockgranate, nehmen wir mit. Die hat jetzt den letzten Platz eingenommen, ne? Ja, war klar. Wo können wir eigentlich hier einkaufen? Da. Ah, alles klar. Hier können wir ein bisschen was kaufen. Genetische Armprothese. Kosten für Upgrade 1. Verfügbare Praxis 0. Ja. Wie kann ich denn solche Dinger kaufen? Karte, das, ja, das habe ich ja alles gelesen. Anscheinend können wir uns noch nicht aufrüsten. Nutzen, ausrüsten. Ja, cool, leere Mission. Bum, Dings, Bums, dann, da. Ja, okay. Ach, warte mal, komm. Ne, da. So, da nochmal. Ich will nochmal gucken, eben schnell. Lunge, Taifun-Sprengsystem. Heck-Tarnungserweiterung, Schleichtoptimierer, Infoding, Radarsystem, Zahloptimierer. Ne. Ich würde jetzt gerade gern wissen, ob wir auch irgendwie Rucksack vergrößern können irgendwann mal. Weil er sieht doch ziemlich klein hier aus, ne? Ja, okay. Da kommen wir her. Alle Schränke durchsucht. Jensen, es geht schon wieder die. Ich habe gerade versucht, die Tür zum Montagelabor zu entriegeln, aber meine Codes funktionieren nicht. Jemand hat die Protokolle geändert. Was? Haben Sie denn nicht? Ich bin dabei. Aber bis ich die Codes geknackt habe, müssen Sie die Tür manuell hacken. Pritchard out. Ja. Ich versuche das jetzt nochmal mit dem Tutorial aufrufen. Ich weiß, wie ich hacken kann. Und jetzt war klar, ich schmeiß ab.